verschiedene ethnische Gruppen zusammen auf dem Tanzpark hier tanzen und zueinander finden. Weil ich finde, dass nur weil ich eine andere Hautfarbe habe oder der andere komisch aussieht, dass er nicht ausgegrenzt werden sollte. Und wenn man im Club ist und wenn alle zusammen tanzen, dann sind diese ganzen Probleme weg und das liebe ich so sehr im Club aufzulegen. Was verbirgt sich hinter Plug? Eine Konferenz mit jungen Leuten, die talentiert sind, die sich mit elektronischer Musik beschäftigen, die aus neuen europäischen Ländern kommen und die sich in Berlin treffen. Und eine Woche hier zusammenarbeiten, Workshops besuchen, sich Vorträge anhören, gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Und das Motto ist letztendlich voneinander lernen und Kooperation statt Konkurrenz. Plug ist entstanden aus einem Mentorenprojekt. Also die Qualität im Leben steigt ja, indem du Lehrer hast in deinem Leben. Einfach Leute, von denen du was lernen kannst. Und ich hatte ein Mentorenprojekt initiiert und hatte einen Mentor, der aus diesem Bereich kam. Und ich habe festgestellt, dass das eben gut funktioniert. Dass jemand, der was drauf hat, jemand, der noch gerade Anfänger ist und was zeigt. Und zwar auf ehrenamtlicher Basis. Den so mitnimmt auf eine Reise und ihm was beibringt. Was ist oder was war für dich die Herausforderung bei Plug? Dass aus einer Idee, die vor knapp 3 Jahren einfach so entstand, mit eigentlich nichts am Anfang etwas Großes zu schaffen oder überhaupt das Ganze zu realisieren. Wir wussten nicht, ob man das ganze Projekt finanziert bekommt, ob man professionelle Mentoren für ja eigentlich nichts dafür gewinnen kann, den Leuten halt was beizubringen. Waren eine ganze Menge Schwierigkeiten halt mit dabei und wir sind froh, dass wir das halt weitestgehend gemeistert haben. Hello, my name is Zaydes. I'm from Switzerland, Team Swiss, and we like some Plug. Hi, it's Emma. I'm from Team Swiss. Hello, I'm Bitwitch. My name is Anna. I'm part of Team Switzerland, and I'm here for Plug. I'm Rito. I'm from Team Switzerland, and we are here for Plug. Hallo Anna, schön, dass du dabei bist bei Plug und ich wollte dich heute begleiten, weil du ein paar Töne aufnehmen möchtest. Ja, gerne. Für was nimmst du die Töne auf? Für den Track, den wir machen, vom Schweizer Team, für Environment and Sound. Mhm. Und ja, mal gucken, was ich da so finde überall. Was hast du denn vorgenommen, welche Töne du heute aufnehmen willst? Oder? Ja, ich werde Tram aufnehmen, noch ein paar Autos oder so und klackende Geräusche, um einen Bass zu generieren oder vielleicht auch noch einen irgendwo ranschlagen mit meinen Ringen, denke ich. Recorded lots of noises and everything. I was at a tram station and recorded some stuff. And I walk like this because I'm not really a producer, so I try to help the guys as good as possible I can. So I was in charge of recording. So okay. So it's all the time the same thing, so I don't want to work about the bass line and do the work with the track because it's only for the percussion. So.
that we all sample this recording. So check out, huh? You are so amazing. I got knowing a lot of people, nice people. And I hope we see us again, because it was a nice week and we make so a lot of party and music, and it was amazing, man, it was amazing. Hello, we are Team Italy. I am Claudio Masso and I'm 25. I come from a little city near Milano called Alessandria. Thank you. So, we started from Italy for an idea of our trip for coming here to Berlin, and then we changed a bit for staying here in Berlin. So it starts from the idea of the travel, the trip from here, and then also the city. So there are two ideas behind this project. I'm working a bit on the master, but with that phone it's not so good, but hopefully it works. No kick, no drums, just the atmosphere. Letzter Abend bei Plug, jetzt willst du bestimmt wissen, wie ich mich fühle, ist gemischt. Ich bin ein bisschen traurig, ich bin sehr, sehr glücklich. Die Woche war intensiv, ich bin noch müde. Also das Projekt hat wirklich so all meine Erwartungen übertroffen. Mir geht es ja nicht nur darum, dass die Leute was lernen und was aus ihrer Kunst machen. Also mir geht es ja vor allem um diese Verbundenheit. Und das hatten wir definitiv. Also die Verbundenheit im Team unter den Teilnehmern, die war grandios. Also das ist unbeschreiblich. Also mich beeindruckt einfach, wie sich alles gefügt hat irgendwie, dass wir im richtigen Laden gelandet sind. Manchmal ist es ja auch gut, nicht viel Geld zu haben. Dann landet man auch an den richtigen Stellen. Ich glaube, hätten wir viel Geld gehabt, hätten wir vielleicht ein Konferenzzentrum gemietet oder ein tolles Hotel in Came Suicide. War es genau richtig. Der Arbeitsplatz eines DJs, ganz viel Unterstützung, Leute, die Ahnung haben. Und wir haben ja auch insgesamt 4 Jobs akquiriert für die Leute. Das darf man ja auch nicht vergessen. Einfach so, aus einer Konferenz heraus. Und ich hoffe wirklich, dass es weitergeht, dass die Leute das nehmen als Grund, wirklich zu sagen, oh, ich bin jetzt inspiriert, ich mache etwas aus meiner Kunst, oder das Plug weitergeht, was auch immer. Das ist wirklich, dass die Leute wirklich einen Schritt weitergehen. Congratulations, yesterday and today. Thanks a lot. For me, normally when I don't know people, it's like the days don't go, because you don't know the people, maybe you're a little bit shy, you don't know what to say, you don't know what to speak with them, but with you it was different. It was really different, and the days fly, like, I don't know. It's Friday. Hello. Wow. No, really, I enjoyed it. I learned a lot from, I think, every person I speak with. And thanks, Plug, and thank you. We are the last day here at Suicide for the final days of workshops. We had much fun, we learned a lot, and it was very good for us, the relationship between artists, because we found very good people, so it was very good, a good experience, and I hope it will be better and repeated in the future, maybe next year. So looking forward for it. So, die Plug-Woche ist rum und es war sehr, sehr anstrengend, vor allem für uns Organisatoren.
das ganze Ding hier durchzuziehen, mit allen Sachen, die auf einmal noch auf einen eingestürzt sind, allen Problemen. Aber ich denke, wir haben extrem viel erreicht und vor allen Dingen auch, worauf man sehr, sehr stolz sein kann, vieles erreicht. Heißt, wir haben unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichsten Ländern mit den unterschiedlichsten sozialen Background zusammengeführt. Die Leute haben gegenseitig ihre Musik ausgetauscht, ihre Erfahrungen ausgetauscht, sind einander näher gekommen, Freundschaften sind entstanden. Und ich hoffe ganz einfach, dass dieses Ding halt nicht einmalig war, sondern die Leute so weit berührt haben, dass sie es in ihren eigenen Ländern versuchen auch mit aufzuziehen, mit unserer Hilfe natürlich. Und wir versuchen halt auch die Leute dahingehend zu unterstützen, dass das ganze Ding am Laufen bleibt und dass daraus noch vieles Positives entsteht, egal ob es Musik ist, egal ob es weiterführende Freundschaften sind, ein Austausch auseinander, unterschiedlichste Bookings vielleicht in den unterschiedlichsten Ländern geschehen. Und ja, das ist halt die Vision, die wir vorher vom Plug hatten, und ich denke, wir sind jetzt darin bestärkt, auf jeden Fall weiterzumachen und das ganze Ding so weit fortzuführen, bis Plug die Welt erobert. My name is Yana. I'm with the Cyprus team. I learned a lot. Very inspirational, inspirational people. The workshops were amazing. I'm just learning how to produce now. So I was with a guy, he taught me a lot. Yeah, it's been a great week. Grateful to be here. So, Plug, ja, die Woche ist rum bei Plug. Es war definitiv eine sehr schöne Woche, auch sehr anstrengend. Aber ein sehr guter Ausgleich. Also man hat sehr viele schöne Erfahrungen gemacht, sehr viel Inspiration mitbekommen. Für mich persönlich war es sehr motivierend, einfach weiterzumachen. Und ich denke mal, die ganze Arbeit, die so vorher gelaufen ist, ob es jetzt hier die schönen Kärtchen waren oder unsere schönen Banner und so generell dieses Grafische so ein bisschen zu unterstützen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab's total genossen. Ich hab's total genossen. Alexanderplatz. Vor allem im Internet haben wir ein Video gesehen, dass da läuft irgendwelche Party und viele Leute da. Gegen ACTA. Scheiß auf ACTA. Aber sonst allgemein von dieser Woche, was wir mitnehmen, sehr viel Erfahrung, viele tolle neue Leute. Und ja, Berlin. Berlin, okay. Wenn Berlin dich einmal hat, dann lässt es dich nicht mehr in Ruhe. Also, am liebsten würde ich gleich nochmal ein Jahr hier bleiben, ein bisschen rocken und so und das Ganze genießen, was hier so abgeht. Aber ja, wir müssen alle wieder mal zurück in unser eigenes Leben. Und gehört zum Spaß dazu. Ich meine, man muss immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist.